Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem kleinen Kanal. Heute haben wir meiner Meinung nach was ganz Besonderes, und zwar den Sega Mega Drive Mini. Das Gerät erscheint eigentlich erst am 4. Oktober. Ich habe es heute schon bekommen. Ich habe dafür bezahlt 73 Euro beim großen Versandhaus mit dem Namen A. Ja, Preis ist auf jeden Fall okay. Ich habe es auch schon für bis zu 80 Euro gesehen bei anderen Läden. Also kann man auf jeden Fall nichts sagen. Das Ganze mal wieder kein Product Placement. Ich habe die Konsole weder gesponsert bekommen noch sonst irgendwas, sondern nur für mich gekauft. Also an Bord sind 42 Spiele, hier oben steht es ja auch. 40 Games plus 2 Bonustitel. Also für mich sind da die Highlights auf der Konsole auf jeden Fall Alternate Beast, Ghouls and Ghosts, Shinobi 3, Golden Axe, Virtua Fighter 2, Shining Force und Phantasy Star 4. Jedes Spiel hat die Möglichkeit, Spielstände abzuspeichern. Ich drehe das Ganze jetzt mal um. So, hier hinten haben wir nochmal die komplette Spieleliste. Kann man jetzt hier sehen an den Bildern. Ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen. Also wer da jetzt Interesse hat, kann auch gerne Pause machen an dem Video. Ansonsten werde ich auf jeden Fall unten dann noch eine Liste einfügen mit allen Spielen, die an Bord sind. Hier ist nochmal aufgelistet, was sich in der Packung selbst befindet. Und zwar einmal der Mega Drive selbst als Konsole. Dann haben wir zwei Controller dabei, ein USB-Powerkabel, ein HDMI-Kabel und eine Anleitung. So, dann würde ich sagen, wir packen das ganze Gerät mal aus und schauen mal rein, was sich hier so Schönes befindet in dem Karton. Okay. An. Als erstes, ja, das ist das Ladekabel USB, braucht jetzt nicht auspacken, kennt jeder. Dann haben wir hier erste Controller. Ja, das einzig Blöde ist, in der deutschen Version gibt es nur den 3-Button-Controller. Ich habe gelesen, in der japanischen Version der Kiste ist der 6-Button-Controller dabei, der natürlich Vorteile bietet bei Spielen wie Street Fighter oder sowas. Pad und so, alles bekannt. Starttaste. Das Ganze hat ein USB-Kabel als Anschluss an die Konsole. Ich hoffe, das kann man hier halbwegs erkennen, ohne dass ich das auspacken muss. Dann geht's weiter. So, das ist unsere Anleitung der Kiste. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht auspacken, wie gesagt, sollte jeder angeschlossen bekommen ohne Probleme. Dann haben wir hier in der Packung den 2. Controller, brauchen wir auch nicht auspacken, wie gesagt, ist identisch mit dem 1. So, jetzt weiter. Dann beinhaltet die Box noch das HDMI-Kabel. Wer keins hat, kann natürlich das nehmen, sollte allerdings auch jeder im Besitz eines USB-Kabels sein, sage ich mal so. Dann haben wir jetzt hier den Karton mit der Konsole selbst. Oh ja, oh, wie cool. Das Ding ist ja wirklich sehr, sehr klein. Hier oben der Modulschaft ist noch abgeklebt. Kann man noch aufmachen, allerdings kann man hier keine Cartridges einstecken. Das ist halt nur zur Zierde. Erinnert halt an das Originalgerät. Hier sieht man den Lautstärkeregler. Hier haben wir klassisch On-Off und die Reset-Taste. Dann haben wir hier vorne die Anschlüsse für die Joypads. Wie gesagt, ist als USB gehalten das Ganze. So, dann haben wir jetzt hier auf der Rückseite, sieht man ja hier, den HDMI-Out und den DC-In, also für den Strom anzuschließen. Wie gesagt, es gibt leider nur das Kabel, es ist kein Adapter dabei. Bedeutet, muss man sich dann noch selber dazu kaufen, wenn man das Ganze haben möchte. Ja, auf jeden Fall super cooles Gerät. Richtig schön, total klein. Mini eben, ne? Also mir gefällt das Gerät richtig, richtig gut. Die schönste Mini-Konsole meiner Meinung nach. Ja, also von mir gibt es eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung für das Gerät. Ich habe da noch gelesen, dass man die ganzen Spiele entweder in der Original 4:3 oder in der 16:9 Anzeige laufen lassen kann.
Und ja, was soll man noch Großartiges dazu sagen? Also anschließend werde ich es jetzt nicht. Jeder, der Interesse daran hat, kann ich nur eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Allein die Spiele, die an Bord sind, sind wirklich gute Titel. Da ist also meiner Meinung nach wenig Schrott dabei. Ja, diese Verarbeitung klasse, Design super. Ihr kennt mich ja, ich stehe auf solche Geräte. Mega geil, also ich freue mich total darüber. Ich werde das hier jetzt auch gleich nach dem Test mal anschließen und auf jeden Fall Probe spielen eine Runde. Ich habe da schon Videos gesehen. Also das Ganze ist auf jeden Fall genau mein Ding. Preismäßig auch super, wie gesagt, auch für die Spiele, die da an Bord sind. Und von mir eine ganz klare Kaufempfehlung für Leute, die auf sowas stehen. Wenn man jetzt die ganzen Spiele einzeln kaufen würde für den Original Mega Drive, wäre man auf jeden Fall weit über 80 Euro, wird man wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von den Spielen bekommen. Und ja, wie gesagt, einfach nur klasse, super Gerät, total klasse Verarbeitung, schönes Design. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Guckt euch noch andere Videos vielleicht an. Und ja, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, diejenigen, die sich das Gerät kaufen, werden damit eine Menge Spaß haben, genau wie ich. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Wem das Ganze hier gefallen hat, der kann mir mal gerne einen Daumen hoch geben oder mich abonnieren. Wenn nicht, natürlich einen Daumen runter, wie immer, ne? Ja, und wie gesagt, das war es schon wieder. Bis zum nächsten Video.